Hey Katzenliebhaber, ist euch schon mal aufgefallen, wie eure Katze plötzlich quer durch den Raum sprintet, als hätte sie einen Geist gesehen? Oder wie sie euch diesen Todesblick zuwirft, wenn ihr es wagt, auf ihrem Platz auf der Couch zu sitzen? Ja, wir alle waren schon mal da. Schrullig und unvorhersehbar Katzen haben eine einzigartige Art, unser Leben zu dominieren. Ob wir es merken oder nicht, oft sind sie diejenigen, die das Sagen haben. Aber was, wenn ich euch sage, dass einige der Dinge, die wir tun oder nicht tun, unsere pelzigen Oberhäupter heimlich zur Weißglut treiben? Nach einem langen Tag kommst du nach Hause und erwartest eine warme, schnurrende Begrüßung von deinem Kätzchen. Stattdessen erwartet dich eine weniger angenehme Überraschung außerhalb des Katzenklos oder, noch schlimmer, eine angeknabberte Zimmerpflanze, von der du sicher warst, dass sie katzensicher ist. Hast du dich jemals gefragt, ob du vielleicht ein paar Fehler bei der Katzenpflege machst? Keine Sorge, denn heute gehen wir die 8 größten Fehler durch, die dein gemütliches Zuhause in eine Katzenkatastrophe verwandeln können. Das sind die Dinge, die du niemals tun solltest, wenn du deine Katze glücklich und frei von Unfug halten möchtest. Also schnapp dir deine Katze, mach es dir bequem und lass uns sicherstellen, dass dein Zuhause ein Katzenparadies bleibt. Los geht's! Ein schmutziges Katzenklo. Katzen sind sehr reinliche Tiere und hassen schmutzige Toiletten. Wenn das Katzenklo nicht regelmäßig gereinigt wird, kann deine Katze anfangen, andere Stellen im Haus zu benutzen. Um das zu vermeiden, solltest du das Katzenklo täglich reinigen und das Streu einmal pro Woche komplett austauschen. Stell das Klo an einem ruhigen, leicht zugänglichen Ort auf. Es sollte für die Katze wie ein persönlicher Wellnessbereich sein. Nicht kastrieren oder sterilisieren. Unkastrierte Katzen können unruhig und gestresst werden, besonders wenn sie ihre Paarungszeit haben. Dies kann zu unerwünschtem Verhalten wie Markieren oder sogar Fluchtversuchen führen. Die Kastration oder Sterilisation hilft, diese Verhaltensweisen zu verhindern und reduziert gleichzeitig das Risiko bestimmter Krankheiten. Dein Kater wird ruhiger und zufriedener sein und das Risiko für ungewollte Kätzchen entfällt. Entwurmung und Impfungen überspringen. Auch wenn deine Katze das Haus nie verlässt, ist sie nicht völlig geschützt vor Parasiten und Krankheiten. Eine offene Tür, ein Moskitostich oder ein Besuch beim Tierarzt können ausreichen, um sie zu gefährden. Regelmäßige Impfungen und Entwurmungen sind entscheidend, um ihre Gesundheit zu schützen. Denk daran, diese Vorsorgemaßnahmen als eine Art Schutzschild für deine Katze zu betrachten, das sie sicher und gesund hält. Zu lange alleine lassen. Katzen mögen es zwar ruhig, aber sie brauchen auch Routine und Gesellschaft. Wenn du länger weg bist, kann deine Katze gestresst oder ängstlich werden. Dies kann zu Verhaltensänderungen wie übermäßigem Miauen oder zerstörerischem Verhalten führen. Stelle sicher, dass jemand nach deiner Katze schaut, wenn du mehr als einen Tag weg bist, oder installiere eine Kamera, um ihre Aktivitäten zu überwachen. Halte ihre Futter- und Spielroutine so konstant wie möglich, um ihr Wohlbefinden zu sichern. Nicht genug gemeinsame Zeit. Obwohl Katzen unabhängig wirken, brauchen sie tägliche Aufmerksamkeit und Interaktion. Verbringe jeden Tag mindestens 10 bis 15 Minuten damit, mit deiner Katze zu spielen oder zu kuscheln. Spielzeug wie Federn, Laserpointer oder interaktive Spielzeuge sind ideal, um ihre Energie abzubauen und sie mental zu stimulieren. Wenn deine Katze eher eine Kuschelkatze ist, genießt sie es vielleicht, während deiner Lieblingsserie auf deinem Schoß zu liegen. Einsame Katze-Syndrom. Katzen gelten oft als Einzelgänger, aber viele von ihnen genießen Gesellschaft. Wenn deine Katze viel Zeit alleine verbringt, könnte sie sich einsam fühlen, was zu Verhaltensproblemen wie übermäßigem Miauen oder Zerstörungswut führen kann. Die Anschaffung einer zweiten Katze könnte helfen, dieses Problem zu lösen. Zwei Katzen, die gut zusammenpassen, werden sich gegenseitig Gesellschaft leisten und miteinander spielen, was ihre allgemeine Zufriedenheit steigern kann. Mangelnde geistige Stimulation. Katzen sind von Natur aus neugierige und intelligente Tiere. Ohne ausreichende geistige Stimulation können sie sich langweilen und anfangen, Unsinn zu machen, wie das Herunterwerfen von Gegenständen.
Sorge für Abwechslung in Ihrem Alltag durch Futterpuzzles, interaktive Spielzeuge oder einfache Spiele, die Ihre Jagdinstinkte anregen. Diese Art der Beschäftigung hält Sie geistig fit und glücklich. Falsche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit deiner Katze. Katzen sind Fleischfresser und benötigen eine proteinreiche Ernährung. Achte darauf, dass das Futter, das du wählst, Fleisch oder Fisch als Hauptzutat enthält und wenig oder kein Getreide. Vermeide Überfütterung, da dies zu Fettleibigkeit und damit verbundenen Gesundheitsproblemen führen kann. Wenn du unsicher bist, was das Beste für deine Katze ist, konsultiere deinen Tierarzt, um eine geeignete Ernährungsstrategie zu entwickeln. Mit diesen Tipps stellst du sicher, dass deine Katze nicht nur glücklich und gesund ist, sondern auch eine tiefe Bindung zu dir hat. Wir haben heute die 8 häufigsten Fehler durchgenommen, die du bei der Pflege deiner Katze vermeiden solltest, um sicherzustellen, dass dein pelziger Freund glücklich und gesund bleibt. Von der regelmäßigen Reinigung des Katzenklos bis zur richtigen Ernährung, jedes Detail trägt dazu bei, das Leben deiner Katze zu verbessern und eure Beziehung zu stärken. Um das Ganze noch greifbarer zu machen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Monaten hatte ich eine Phase, in der ich es vernachlässigte, das Katzenklo meiner Katze Mia regelmäßig zu reinigen. Ich dachte, ein paar Tage könnten nicht schaden. Doch dann kam der Tag, als ich nach Hause kam und Mia mir nicht wie gewohnt freudig entgegengelaufen ist. Stattdessen fand ich sie in einem Raum, der ihr normalerweise nicht zugänglich war, und das Katzenklo war in einem erbärmlichen Zustand. Mia hatte sich aus Frust auf die Sofakissen entleert. Das war ein Weckruf für mich. Seitdem reinige ich das Katzenklo täglich und stelle sicher, dass Mia immer ein sauberes, angenehmes Plätzchen hat. Das hat nicht nur die Unordnung beseitigt, sondern auch Mias Verhalten verbessert. Sie ist jetzt viel entspannter und zeigt mir jeden Tag ihre Dankbarkeit mit ihrem treuen Schnurren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Tipps und Tricks rund um das Leben mit Katzen erfahren möchtet, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine neuen Inhalte und bleibt immer auf dem Laufenden, wie ihr das Zusammenleben mit eurer Katze noch harmonischer gestalten könnt. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, bleibt katzenstark und bis zum nächsten Video. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.